In diesem Video zeige ich euch das Dirk Nowitzki-Bild und verrate euch, ob es zu den besten Builds in NBA 2K22 gehört. Starten wir erstmal mit der Fähigkeitenaufteilung. Als Position nehmt ihr natürlich Power Forward und das Restliche habe ich jetzt hier an Dirk Nowitzki angepasst. Bei der Fähigkeitenaufteilung nehmt ihr entweder, weil es soll ja so wie Dirk Nowitzki sein, entweder das nur Shooting, die nur Shooting-Fähigkeiten-Aufteilung. Allerdings ist es relativ einseitig und ich würde zu Shooting und ein bisschen Finishing, also mehr Shooting als Finishing, zu der Fähigkeiten-Aufteilung greifen, weil ihr verliert bei Dreier- und Mitteldistanz ein bisschen was, aber bei Post-Fade, also Post-Moves, das ist ja das Eigentliche, worum es geht, da verliert ihr nur sehr wenig. Wenn ihr jetzt halt die halb Shooting, halb Finishing Pie Chart nehmt, dann habt ihr zwar zwei Hall of Fame Kategorien, aber das hat nicht mehr viel mit Dirk Nowitzki zu tun. Auch beim Post Fade würdet ihr schon sehr viel verlieren. Also bleiben wir bei der mit etwas mehr Shooting als Finishing. Dann beim körperlichen Profil nehmt ihr das zweite, weil ihr braucht Stärke, wenn ihr jetzt so einen Post-Scorer machen will. Normalerweise lehne ich das ja eher immer ab, aber in dem Fall ist es recht gut. Dann merkst du erstmal Hookshot im Post und Dunk aus dem Stand aus, Mitteldistanzwurf, Dreier, Post-Fade und Freiwurf, sodass ihr genau noch 26 Wurfplaketten habt. Dann Passgenauigkeit und Postkontrolle, dann Defense in der Zone, Defensiv-Rebound, Offensiv-Rebound blocken. Dann habt ihr genau 6 Defense-Plaketten und dann den Nahdistanzwurf noch so hoch wie es geht. 15 Finishing-Plaketten, 26 Hall of Fame-Shooting-Plaketten, also nah an den maximalen 30 ist es trotzdem noch. 14 Playmaking-Plaketten und 6 Defense-Plaketten. Bei der Körperform, der hat ja wie immer keinen großen Einfluss. Ich mache jetzt einfach mal gedrungen die Größe, sehr ähnlich zu Dirk Nowitzki machen. 6'11", sonst funktioniert es auch nicht, dass es zum Schluss ähnlich zu Dirk Nowitzki ist. Dann beim Gewicht, wenn ihr jetzt hoch geht, dann habt ihr später nicht mehr die Chance, ein Sharpshooting Takeover zu nehmen. Also würde ich so lassen, weil ich würde euch dann später zum Sharpshooting Takeover raten. Und bei der Spannweite die Ausmax, weil mit einem 91er Postfade kommt man noch wunderbar klar und 89er Dunk aus dem Stand ist auch richtig gut. Ja, Postscorer, wenn ihr jetzt mehr so finishen wollt unterm Korb mit diesem Bild, dann nehmt ihr Postscorer, aber Dirk Nowitzki ist bekannt für seine Fades und alles, für seinen Wurf, also würde ich Sharpshooting Takeover nehmen. Und dann seht ihr jetzt auch direkt, dass das Bild, das wir erschaffen haben, direkt an erster Stelle ähnlich zu Dirk Nowitzki ist. Dann schauen wir uns noch die perfekte Plaketteneinteilung dazu an. Bei den Finishing-Plaketten macht ihr erstmal furchtloser Finisher Gold. Weil ihr ein Post-Scorer seid, müsst ihr Post-Spin-Techniker auch auf jeden Fall auf Gold. Haken-Spezialist Silber, hoch hinaus Bronze, Backdown-Punisher Bronze, Posterizer Silber. Jetzt habt ihr noch 3 Drop-Stepper Silber. Ein verfügbaren Upgrade, ihr könnt es jetzt entweder Maus in der Haus, wenn ihr häufig gegen kleinere Spieler spielt, oder Backdown Punisher hoch hinaus ist. Ich mache jetzt mal Maus in der Haus, ihr könnt auch wendiger Finisher, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, ich mache jetzt mal Maus in der Haus. Dann beim Shooting brauchen wir auf jeden Fall Sniper Hall of Fame. Dann brauchen wir Eckenspezialist Hall of Fame, Fade Ass Hall of Fame, schwierige Würfe Hall of Fame, Scharfschütze vielleicht mal auf Bronze, Scheuklappen auf Bronze, ja, wenn ihr häufig, Hot Zone Hunter auf jeden Fall noch Hall of Fame, wenn ihr jetzt häufig Catch and Shoot Situationen habt, dann auf jeden Fall noch Fangen und Werfen vielleicht Silber. Aber Lucky 7 ist auch overpowered, also ihr könnt auch Lucky 7 hochleveln oder eben noch da drauf. Ich lasse das jetzt mal so. Bei Spielaufbau
Es sind eigentlich 14 zu viele, aber es hat nicht so viel Attribut-Upgrades gekostet. Also verschwenden wir die jetzt mal. Ja, Post-Playmaker Gold, auch wenn ich die Plakette jetzt nicht so wichtig finde. Unpflückbar ist wichtig. Gold, schneller erster Schritt. Gold, Klebefinger, Super Bronze-Plakette. Erlöser auch Super Bronze-Plakette. Und dann noch Powerpasser Silber. Ja, kann man auch gleich auf Gold noch hoch leveln. Und dann noch bei der Defense. Ja, Dirk Nowitzki hat viele Picks gestellt. Ziegelwand, Bronze, Reboundjäger braucht man einfach als Center. Also Silber, Balljäger, auch gute Bronze-Badge. Korbbeschützer, Bronze. Und dann noch Einschüchterer Bronze. Das könnt ihr auch wieder umstellen. Also das Dirk Nowitzki-Bild ist natürlich offensiv sehr gut. 15 Finishing-Plaketten, die müssen auch nicht Hall of Fame sein. Das reicht komplett, es reicht mehr als aus. Ja, Shooting, dafür ist ja Dirk Nowitzki berühmt, dass das seine große Stärke war. 26 Hall of Fame-Shooting-Plaketten. Ein Post-Fade von über 90. Das ist, besser geht's ja fast nicht. Ja, Playmaking-Plaketten. 14 Stück, so viele braucht man eigentlich als Power Forward gar nicht. Aber es hat uns ja fast keine Attribut-Points gekostet, also warum nicht? Also reicht komplett aus. Die Defense ist ein bisschen ein Problem bei dem Bild. Also für 1 gegen 1 oder so wäre es nicht geeignet, weil die Korbbeschützer-Plakette zum Beispiel höher gelevelt gehört oder das Rebounding besser sein müsste. Also da fehlt es ein bisschen. Aber alles in allem gehört das Dirk Nowitzki-Bild auf jeden Fall zu den besten Big Men und auch zu den besten Builds in NBA 2K22. Wenn du jetzt wissen willst, wie man besser an der Defense wird, weil das ist ja eine kleine Schwäche bei diesem Bild, dann schau dir das Video links oben an und bis zum nächsten Mal.